Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wir wollen weiterfahren, die letzten Kilometer bis nach Le Mans, bis zum Ziel, wo wir hin müssen und die 16, die Getriebe, die 14 Tonnen Getriebe abgeben müssen. Ich würde das sogar fast noch in dieser Folge machen, gerne eigentlich. 3 Stunden, 8 Minuten Fahrzeiten sind es noch theoretisch. Wir haben noch eine Restzeit von 6 Stunden 46, also nicht mehr ganz so viel Zeit. Also ein bisschen sputen müssen wir uns. Also müssen wir in dieser Folge auf jeden Fall ein bisschen reinhauen. Die Folge wird wahrscheinlich noch ein paar Minuten länger werden, ist aber nicht schlimm. Ich glaube, ihr freut euch über ein paar Minuten länger Folge hier im Euro Truck Simulator 2 und ich denke auch in den anderen Projekten, falls es mal länger wird. Aber gut, sehen wir dann. Wenn es am Ziel soweit ist, ne? Auf jeden Fall getankt haben wir es gerade nochmal schön. Wir haben nochmal geschlafen, das sollte passen. Das nächste Mal schlafen brauchen wir erst wieder in knapp 10 Stunden. Also ist nicht schlimm. Und dann sollte es eigentlich passen, hoffe ich mal. Gut, sehen wir weiter, ne? Sehen wir weiter, Leute. Auf 70 km kommen wir hoch. Ausblick ist richtig, richtig schön, wenn ich mal kurz rüber schaue. Ne? Wir müssen uns aber auch auf die Fahrbahn konzentrieren. Ne? Wir müssen uns auch auf die Straße konzentrieren. Wir können nicht in der Gegend hier rumschauen. Das geht nicht. Na gut, ja, kriegen wir hin. Oh, hier schönes Feld zum Ernten, theoretisch. Ja, ich freue mich schon auf die Aufnahmesession wieder im LS19 Campagne of France Hochvöltal und auf der LS19 Ellerbach. Ellerbach will ich heute noch aufnehmen. Ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession drin. Hier heute am Sonntag, den 24. Juli. Gestern Abend war Bob noch live mit dem LS22 auf der Erlengrad. Richtig schöner Stream gewesen. Hat mir echt gut gefallen soweit. Da Kompliment an dich, lieber Bob. Natürlich Grüße an die Familie, vor allem an den Schneemann. Ganz, ganz liebe Grüße an ihn. So. Gut, wir müssen einmal geradeaus. 189 Kilometer sind es noch. Wir sind nach Le Mans. Sollte was soweit passen. Ich denke mal, jetzt gehen wir hin. Fahren ja hier relativ ordentlich, würde ich mal sagen. Das ist nicht das Problem. Wir müssen rechts sogar. Das heißt, wir können hier direkt drauf bleiben. Nach Le Mans geht's. Es geht nach Le Mans. Wir müssten den LKW weiter aufrüsten, theoretisch auch, ne? Von der Motorleistung her und alles. Könnte was bringen. Könnte was bringen, müssen wir schauen. Insgesamt müssen wir auf jeden Fall noch viel, viel investieren, das auf jeden Fall. Auch in Richtung der anderen LKWs für die Fahrer müssen wir auf jeden Fall auf Dauer auch investieren. Bleiben werden oder will ich nicht bei den Standard-LKWs lassen, sondern die will ich auch aufrüsten. Klar. Das soll schon ordentlich geschehen. Das soll schon echt ordentlich geschehen hier.
Okay. 146 Kilometer noch, Leute. 146 Kilometer noch. In knapp 9 Minuten wird es knapp. Noch restliche Aufnahmezeit, aber okay. Wird halt ein bisschen länger werden. Ist nicht schlimm. So, nach der Folge werde ich dann auf jeden Fall noch eine weitere Tour machen. Ich bin mal gespannt, was in Le Mans kriegen an Frachten. Dann werde ich noch eine weitere Tour auf jeden Fall machen. Eine Aufnahmesession. Da habe ich mindestens drei, ja, vier, fünf Folgen, würde ich sagen. Minimum. Sollte erstmal ein bisschen reichen für ein paar Tage. Da kann ich, denke ich mal, Dienstag, Mittwoch nochmal Aufnahmesession machen. Und dann sollte das eigentlich passen mit Euro Truck Simulator 2 für diese Woche. Das sollte in Ordnung sein. In der Project Hospital Staffel 4 bin ich soweit durch. Da kommen keine weiteren Folgen mehr, also keine weiteren Aufnahmen mehr. Da sind jetzt, glaube ich, noch 80 Folgen knapp offen. AirPods CEO habe ich auch schon knapp 90 Folgen, glaube ich, aufgenommen oder sowas. Auch schon relativ heftig. Da habe ich auch noch ein paar Wochen Zeit. Subnautica habe ich jetzt 2,5 Wochen aufgenommen. Das ist heftig. Aber gut. Kriegen wir alles hin. Wie gesagt, weitere Projekte sollen noch kommen. Die werde ich noch auf jeden Fall mit einplanen, den Uploadplan. Eco soll mit reinkommen und alles. Und ja, ich bin mal gespannt. Aber wird auf jeden Fall heftig. Teilweise werden die Projekte auch ein bisschen weniger kommen. Ich weiß nicht, ob Euro Truck Simulator 2 jetzt, sag ich mal, in dem Sinne weiter so kommen wird, täglich. Müssen wir gucken. Ich würde es eventuell von montags bis freitags machen und eventuell samstags, sonntags dann den American Truck Simulator. Bei denen würde ich auch nochmal zocken. Auch da will ich die Errungenschaften vor allem schaffen und alles. Das heißt, da müssen wir auch definitiv dran bleiben. Beziehungsweise ein neues Let's Play starten im American Truck Simulator. Ein weiteres Projekt, was noch kommen soll, ist Gas Station Simulator. Freue ich mich auch schon mega drauf. Hat er ja damals in der Demo der liebe Solaris gezockt. Fand ich mega ansprechend. Und den will ich mit euch auch zusammen zocken. Der wirkt echt geil an sich. Aber gut, schauen wir mal. Sechzig Kilometer Fahrstrecke haben wir noch hier bis zum Ziel nach Le Mans, bis zur Spedition, wo wir hin müssen, bis zum Kunden, wo wir hin müssen im Prinzip. Wir sind im Prinzip der Spediteur, ne? Und ja, die paar Kilometer schaffen wir auch noch. Die paar Kilometer schaffen wir auch noch, Leute. So. Jetzt gleich geht's rechts rum. 25 Kilometer noch. Le Mans Nord. Vor allem Le Mans Nord, ne? Französisch hier. Wir sind in Frankreich und jetzt steht da drin Nord, ne? Le Mans Nord. Auch nicht schlecht.
Ach, die Glocken läuten, Leute. Schön. Schön, Leute. Glocken, Leute, höre ich echt gerne mittlerweile. Das höre ich echt gerne. So. Okay. 6 Kilometer noch bis zum Ziel. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, theoretisch. Aber gut, wir müssen auch noch rückwärts einpacken, von daher, ne? Schauen wir mal. Könnte wieder ein bisschen kritisch bei mir werden mit rückwärts einpacken, ne? Würdest du LKW bitte auch mal fahren, dann könnten wir auch zum Ziel kommen. Wir haben nämlich nicht mehr wirklich viel Zeit. Nur noch 3 Stunden, 20 Minuten. Hallo? Heute noch? Hallo? Alter, wie viel kommt denn da noch an Verkehr? Das ist doch nicht normal. Jetzt fährt er. Na, endlich. Erster Aufenthalt in Le Mans. Nice. Wir müssen hier einmal raus. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Gut, das sieht gut aus, ne? Wo müssen wir fahren? Wir müssen rechts rum, ne? Ja. Aber anders können wir eh nicht. Ah, da ist auch eine Werkstatt, sehr schön. Wir geben jetzt aber als erstes mal die Fracht ab. Iveco-Händler entdeckt. Nice. So. War klar. Taste 2. Wo willst du die Ladung stehen haben? Das will ich mal wissen, ne? Ach, da hinten, okay. Oh, wir müssen sogar drehen, ne? Wir müssen sogar drehen, aber mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wenn wir Platz haben hier, ist das eigentlich kein Problem. Aber jetzt ist die Frage, ob hier Platz ist. So wie es aussieht, nein. War klar. Das war irgendwie klar. Das war mir klar. Passt auf. Dann werden wir das anders machen. Passt auf.
dann einmal fast davor. Und versuchen hier zumindest etwas zurückzusetzen. Ich weiß nicht, ob das passt. Ich glaube, das wird nichts, ne? Ich glaube, das wird nichts. Was flackert denn da hinten so? Ich könnte mir vorstellen, dass das nichts wird hier, ne? So, pass auf, wir fahren jetzt erstmal rückwärts hier rein. Und versuchen wir hier vernünftig zu drehen. Könnte eng werden, aber könnte auch passen. Ich glaube, das passt. Es passt relativ gut sogar. Ja, die Paletten, natürlich. Sind größer als sie aussehen. So, Mehrwegschalter hoch. Und abliefern. Danke. Danke, Spiel. So, wir haben jetzt, so wie es aussieht, sogar Level 12 erreicht. Sehr nice. 26.554. Wir werden mal die aktuellen Aufträge der Firma schauen. Beziehungsweise wir gehen auch in Richtung, was machen wir, ADR hier weiter oder Fernfahrten. Wir machen, glaube ich, Fernfahrten weiter. Wir machen Fernfahrten weiter. Lass mal die Fernfahrt machen. So, was haben die hier? 21.000 nach Düsseldorf. Wir haben nach Travemünde hätten wir einen Auftrag. Der Beste ist nach Düsseldorf, ne? Wieder zurück nach Düsseldorf. Geräuscherte Sprotten. Aber gut, schauen wir mal. Wir haben auch hier noch ein paar andere Aufträge von der Stadt mit Sicherheit. Der beste Auftrag geht nach Genf. Das sind 674 Kilometer. Mal gucken, ob wir machen. Zerbrechlich, hochwertige Fracht. Normallieferung, okay. Müssen wir gucken. 9 Tonnen Motorroller. Na, schauen wir mal. Klingt ganz nice. Klingt ganz nice. In Genf waren wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Also, erster Aufenthalt in Genf wäre dann möglich. Von daher schauen wir mal, was sich dementsprechend ergibt. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's ab nach Genf im Wohl. Und ich freue mich. Bis dahin. Servus. Und tschüss.